أحب الله والإسلام والقرآن والجنة، أحب جحافل الإيمان ترفع راية السنة، أحب الله والإسلام. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist. Al-Munafiq, der Heuchler. Die übelste Gruppe aller Menschen. Es gibt kein Mensch, der schlimmer ist als ein Heuchler. Die schlimmste Gattung aller Menschen, liebe Geschwister. Möge Allah uns von ihnen nicht machen. Hast du dich manchmal gefragt, lieber Bruder und liebe Schwester, ob du ein Heuchler bist? Ich bete. Ich faste. Ich versuche, das Gute zu tun. Ich habe nichts mit der Heuchelei am Hut. Hör, was dein Salaf-Gelehrter Hassan al-Basri rahimullah ta'ala gesagt hat. Ma amina al-nifaq illa munafiq. Niemand fühlt sich sicher vor der Heuchelei, außer ein Heuchler. Wa ma khafa al-nifaq illa mu'min. Und niemand fürchtet die Heuchelei, außer ein Gläubiger. Willst du diese Sache immer noch von dir weisen? Was für ein großer Unterschied zwischen dem, was wir sagen, und dem, was in unserem Herzen ist. Was für ein Riesenunterschied, Shattana, Shattana, zwischen dem, was wir sagen, und dem, was wir tun. Liebe Geschwister, diese Heuchelei, sie darf an einem Gläubigen nicht herantreten. Der Gläubige, er muss aufpassen, dass er nicht diese schlimme Krankheit in seinem Herzen bekommt, so dass er waliyadu billah mit dieser schlimmen Krankheit stirbt. Hört, was Abu Mulaika gesagt hat. Radiyallahu anhu arda. Er sagte, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. كلهم يخافوا النفاق على نفسي. Ich habe 30 Gefährten vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam getroffen. Und jeder hatte Angst vor diesem Nifaq, dass er selber einer unter ihnen ist. ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. Niemand von ihnen hat behauptet zu sagen, ich habe den Iman von Jibril a.s. oder Mikael. Diese Leute, diese Sahaba, die besten Menschen der Welt, sie haben Angst gehabt, dass sie die Heuchelei in ihrem Herzen hatten, liebe Geschwister. Und die Gelehrten sagen, schaut, wer unter diesen 30 Sahaba gewesen sind. Es war darunter Ali ibn Abi Talib, der vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam aufgezogen wurde. Es war darunter Sa'd ibn Abi Waqqas, Abu Huraira, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Amr, Aisha radiallahu anha wa ardaha und Salama und viele anderen der Gefährten. Sie haben Angst gehabt, dass sie unter den Heuchlern sind, liebe Geschwister. Warum? Weil sie keine Heuchler waren. Denn derjenige, der Angst hat vor der Heuchelei, so ist er ein Gläubiger. Aber derjenige, waliyadu billah, der diese Heuchelei niemals sieht, dass er sie irgendwann bekommen kann. Er muss davor am meisten Angst haben, liebe Geschwister. Subhanallah. Schaut mal, es gibt Menschen, die machen viele Sünden. Und dann kehren sie aber zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück. Und die Gelehrten sagen, La kabira ma'al istighfar, wa la sagira ma'al israr. Es gibt keine große Sünde, wenn man Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bittet. Auch wenn du eine gewaltige Sünde gemacht hast, aber du hast richtig bei Allah subhanahu wa ta'ala bereut, so wird Allah azza wa jal deine Reue annehmen und deine großen Sünden
reduzieren oder ganz löschen. Möge Allah uns vergeben. Es gab eine Frau in Medina, sie hat, liebe Geschwister, Ehebruch begangen. Sie hat mit einem fremden Mann geschlafen. Und dieses kam dann als Urteil zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er ist der Richter, er ist der Imam, er ist der Gläubige. Er muss tun, was Allah subhanahu wa ta'ala in seinem Gesetzbuch angeordnet hat. Dann haben sie diese Frau gesteinigt, weil sie, wal'iyadu billah, dieses Ehebruch begangen hat. Ein Sahabi verfluchte dann diese Frau. Er hat sie verflucht. Dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tu das nicht. Denn ihre Reue war so stark, dass sie für 70 Menschen in Medina reicht. Allahu Akbar. Es gibt keine große Sünde, wenn man bei Allah subhanahu wa ta'ala bereut. Aber das Schlimme ist, dass die Menschen heutzutage sündigen, ohne dafür zu bereuen. Deswegen, derjenige, waliyadu billah, der sündigt ohne zu bereuen, er muss Angst haben, dass er in den Kufr fällt und noch mehr in den Nifaq. Wie die Gelehrten sagen, wer auf seine Sünde beharrt und er kehrt nicht von dieser Sünde zurück, er gibt sich keine Mühe, er sieht die Sünde klein. Er denkt, er hat diese Sünde einfach so normal zu seinem Leben. Dieser muss sehr aufpassen, dass er nicht in den Kufr fällt, liebe Geschwister. Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Und was sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über ihn? Er sagte, صلى الله عليه وسلم لو كان من بعد نبي لكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. Wenn es nach mir einen Propheten geben würde, dann wäre es Umar ibn al-Khattab. Schaut, wie der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم ihn ausgezeichnet hat. Umar gehörte unter den besten Sahaba. Hat er den Nifaq gefürchtet? Einmal sah er Hudhayfa رضي الله عنه. Und Hudhayfa war der Geheimnisträger vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudhayfa hatte eine Liste gehabt. Darauf waren alle Namen der Heuchler aufgeführt. Alle Namen. Allah kennt doch seine Diener. Er weiß, wer Krankheit in seinem Herzen hat. Und Allah weiß auch, wer ein gesundes, gläubiges Herz hat. Möge Allah uns ein gesundes Herz geben. Liebe Geschwister, Umar ibn al-Khattab, als er gehört hat, Hudhayfa hat diese Liste, dann ist er zu ihm gegangen. Wer? Umar. Er geht zu Hudhayfa und er sagt zu ihm, Anshuduk Allah, ich bitte dich bei Allah. Hal sammani laka Rasulullah. Hat mich der Gesandte Allahs bei dir auf der Liste erwähnt? Allahu Akbar. Umar ibn al-Khattab, der einer der Gläubigsten unter den Muslimen war, er hat gefürchtet, dass er unter den Heuchlern war. Aber wenn wir ehrlich sind zu uns, wir reden gar nicht über dieses Thema. Und es interessiert uns gar nicht, ob dieses Thema mit uns und wir mit diesem Thema etwas zu tun haben oder nicht. Denn wir denken, wir sind Gläubige und das ist die Gefahr. Das ist die große Gefahr, liebe Geschwister. Subhanallah. Deswegen muss jeder von uns verstehen, dass er immer diesen Nifaq fürchten muss. Denn je wacher er ist, umso mehr wird er sich bemühen, nicht diese Krankheit in sich zu tragen, liebe Geschwister. Hudhayfa, radiyallahu anhu wa arda, er sagte, kana ar-rajul yatakallamu bil kalima ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yasiru biha munafiqan ila an yamut. In der Zeit vom Gesandten sallallahu alayhi wa sallam, da hat ein Mann ein Wort gesprochen, mit diesem Wort ist er ein Munafiq geworden, bis er auch mit diesem, in diesem Zustand gestorben ist. Und er sagte, وَإِنِّي لَأَسْمَعُهَا مِنْ أَحَدِكُمْ فِي الْيَوْمِ عَشْرَ مَرَّاتٍ. Und ich höre dieses Wort, was einen zum Munafiq macht, von euch, ihr, die ihr mit mir sitzt, und das waren Gläubige, 10 Mal am Tag. Allah. Allahu Akbar, liebe Geschwister. Warum haben wir nicht Angst vor diesem Nifaq? Weil wir denken, dass wir Gläubige sind. Inshallah, du kennst den Weg der Gläubigen. Beschreite ihn, aber denke nicht, dass du frei bist von dieser Heuchelei. Liebe Geschwister, was ist der Nifaq? Was ist die Heuchelei? Die Gelehrten unterscheiden zwischen dem großen Nifaq. Wenn du dieses in dir wirkst, dann bist du kein Muslim mehr. A'udhu billah
dann gehörst du zu der schlimmsten Gattung der Menschen. Und sie unterscheiden von dem großen Nifaq den kleinen Nifaq. Hier bist du kein Kafir geworden. Aber walayadu billah, du hast die Eigenschaften von den Eigenschaften von den übelsten aller Menschen. Und ein Gläubiger ergibt sich nicht zufrieden mit so einer Situation. Die Gelehrten sagen zum großen Nifaq, der einem aus der Milla herausbringt, aus der Religion, sie sagen, Zahiruhu Iman wa Batinuhu Kufr. Er zeigt nach außen den Islam, den Iman, den Glauben, aber innen drin in seinem verfaulten Herzen, Walayyadu Billah, ist er ein Kafir durch und durch. Nicht jeder, der etwas behauptet, so ist er auch von diesem. Allah Azza wa Jal, er sagt uns im Koran und er spricht dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Wenn die Heuchler zu dir kommen, dann werden sie sagen, wir bezeugen, ja Muhammad, dass du der Gesandte Allahs bist. Aber Allah, er weiß, dass du der Gesandte Allahs bist, aber Allah bestätigt, diese Heuchler sind Lügner, walayyadu billah. Schaut mal, diese Leute haben was gesagt. Sie haben gesagt, wir bezeugen, dass du der Gesandte Allahs bist. Aber was hat Allah gesagt, weil er ihre verfaulten Herzen kennt? Sie sind Heuchler. Schattana, Schattana, zwischen dem, was man sagt und dem, was man im Herzen hat, liebe Geschwister. Seht euch vor, liebe Geschwister, diese Sache, Wallahi, ist nicht klein. Und es gibt Leute, sie waren immer Kuffar, aber dann tun sie, als ob sie Muslime sind, um eine bestimmte Sache damit zu erzählen. Wir haben heutzutage diesen Verfassungsschmutz, walayyadu billah. Das sind die Leute, sie spionieren, sie kommen in den Moscheen der Muslime und sie sitzen mit so einem Bart in der ersten Reihe und er sagt am lautesten Allahu Akbar. Aber er ist ein Munafik, ein Heuchler durch und durch und er ist einer, walayyadu billah, der keine Ehre hat, nicht mal wenn er eine Religion hat. Welcher Mensch akzeptiert das, dass er zwei Gesichter hat, dass du nicht mal Ehre um dir selber hast? Was für ein Mensch ist das, der zwei Gesichter hat? Wallahi, es gibt Menschen, sie haben keine Religion, aber er akzeptiert niemals, dass er vor dem so redet und vor dem so redet. Und das sind die Leute. Er kommt hierher in die Moschee und er sitzt in der ersten Reihe und er tut so, als ob er ein Gläubiger ist, aber dabei will er nur spionieren. Und dann gibt er falsche Nachrichten an seinen Arbeitgeber, Tarut Shaitan, Abu Shaitan. Er gibt ihm diese, liebe Geschwister, Informationen nur, um einen Vorteil zu erreichen. Leute vom Verfassungsschmutz, sie sind heute sehr, sehr verbreitet. Möge Allah uns bewahren. Aber der Muslim darf jetzt nicht an jedem zweifeln. Wenn wir damit anfangen, und das wollen sie, dann werden unsere Beziehungen auseinanderbrechen, liebe Geschwister. Wenn Allah will, dass sie herauskommen, wird er sie sichtbar machen. Wallahi, er wird sie sichtbar machen. Allah Azza wa Jal, er wird sie sichtbar machen. Diese Leute, liebe Geschwister, sie richten einen großen Schaden an. Sie gehen zu Jugendlichen und machen einen Geldkoffer auf und sagen, schau mal, es gibt hier Geld für dich. Und sie bieten nicht wenig, nicht 500 Euro oder 1000 Euro. Sie bieten bis über 20 und mehr 1000 Euro, was wir gehört haben. Warum? Sie suchen einen Armen, der niemals seine Religion gelernt hat. Er hat die ganze Zeit hier in Deutschland gelebt und er will sich einfach nur eine neue Playstation kaufen. Er will einfach nur unter seinen Freunden cool sein, indem er Geld in der Tasche hat. Und dafür verkauft er seine Religion und er weiß nicht, der Ärmste, dass das aus der Religion herausbringt. Er weiß es nicht. Er denkt, ich habe einfach mal Geld und eigentlich gehöre ich doch gar nicht zu ihnen. Ich betrüge sie einfach nur mal. Mach nicht diese Tür für diese Leute auf. Das sind Shayatin. Und passe auf, wenn du mit diesen Leuten kooperierst, zusammenarbeitest und du weißt, was du tust, dann sei dir sicher, du gehörst nicht mehr zu den Muslimen. Möge Allah uns bewahren. Sie nutzen diese Fitna aus mit den Jugendlichen, liebe Geschwister. Warum? Weil sie wissen, dass die Jugendlichen schwach werden. Oder einer, er kommt hierher nach Deutschland
Und er möchte einfach eine Aufenthaltserlaubnis haben, um jeden Preis. Deutschland, das Land der Träume. So denkt er. Dann verpetzt er die Muslime, spioniert ihnen nach, nur um seine Aufenthaltserlaubnis zu bekommen. Walayyadu billah. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun. Und verkauft meine Zeichen, sagt Allah. Verkauft meine Zeichen nicht für einen geringen Preis. Und mich alleine sollt ihr fürchten. Fürchtest du nur Allah? Oder fürchtest du deinen Aufenthalt in Deutschland? Liebe Geschwister, das ist ein Kafir Asli. Er war schon immer Kafir, er hat nur so getan, als ob er ein Muslim ist, um einen bestimmten Nutzen zu erzielen. Dann gibt es jemanden, der ist eigentlich gebürtiger Muslim. Er kommt aus unseren Ländern, aus Ägypten, aus Irak, aus Afghanistan, er kommt hierher nach Deutschland. Auch wenn er nicht so praktizierend war, dann lebt er hier ein paar Tage und seine Gedanken fangen an zu verfaulen. Der Kufr siedelt sich immer mehr in seinem Herzen, bis er einen Zustand erreicht hat, wo er die Muslime hasst und die Kuffar liebt. Aber wenn er zurückgeht in sein Land, nachdem er hier ein paar Tage war, dann tut er so in seinem Land, ob er immer noch Muslim ist, dass er immer noch Muslim ist, obwohl in seinem Herzen ist jetzt der Kufr angesiedelt und dieser Kufr dominiert ihn. Und er liebt die Muslime gar nicht, aber in diesem Land muss er so tun, als ob er ein Muslim ist, auch wenn er betet, zum Jum'a geht, zum Eid-Gebet geht. Aber er hat dieses in seinem Herzen, so ist er ein Munafiq. Möge Allah uns bewahren. Das ist der große Nifaq, vor dem wir uns vorsehen müssen, liebe Geschwister. Woran erkennen wir auch diese Heuchler? Schaut, was Allah subhanahu wa ta'ala, und er hat uns gewarnt, er hat uns diese Leute im Koran deutlich gemacht. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ. Das kennen wir. Und von den Menschen gibt es manche, die sagen, wir glauben an Allah. Allahu Akbar, das ist ein schweres Zeugnis. Die meisten verstehen dieses Zeugnis nicht. Wallahi, dass du sagst, ich glaube an Allah, das ist ein schweres Zeugnis. Das ist kein leichtes Zeugnis. Du musst aufpassen, lieber Bruder. Allah beschreibt sie uns. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ. Und wenn ihnen etwas passiert, für wen? Wenn sie etwas in Kauf nehmen müssen, für wen? Für Allah! Für niemand anderen außer für Allah! Was machen sie dann? Dann sagen sie sofort, das ist eine Strafe. Das ist eine Strafe! Und Allah beschreibt sie weiter. وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنْ إِنَّا كُنَّا مَعْكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. Und wenn der Sieg dann von Allah kommt, dann sagen sie, wir waren doch mit euch, wir waren mit euch Gläubigen, habt ihr uns nicht gesehen? Ihr habt uns nicht gesehen, aber wir waren mit euch. وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعْكُمْ. Wir waren doch mit euch. Warum sind sie jetzt gekommen? Weil sie gesehen haben, dass der Islam jetzt leichter zu praktizieren ist. Vorher haben sie sich nicht getraut, den Islam zu praktizieren. Sie haben gesagt, oh, das ist alles zu schwer, den Islam zu praktizieren. Lass die anderen machen. Wenn irgendwann der Sieg kommt, wenn irgendwann die Befreiung kommt, dann werden wir auch unter denen gehören, die siegreich sind. Aber sie sind die Verlierer. Und die anderen sind die Sieger, liebe Geschwister. Und das, wal-iyadu billah, sind die Leute, die Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt. Allah beschreibt sie auch. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعْكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. Und wenn sie mit den Gläubigen zusammen sind, schaut mal die Leute mit den zwei Gesichtern. Wenn sie mit den Gläubigen zusammen sind, dann sagen sie, wir sind mit dir. Wir sind auch Muslime. Wir beten auch, wir fasten. Aber wenn sie dann zurückkehren zu ihren Shayatin, zu ihren ungläubigen Partnern und Freunden, dann sagen sie, lass diese Dummköpfe, wir machen uns nur lustig über sie. Schaut mal, zwei Gesichter. So hat Allah subhanahu wa ta'ala sie beschrieben. Möge Allah uns vom Nifaq freisprechen. Wir haben über den großen Nifaq gesprochen, über die große Heuchelei, diese bringt einem aus dem Islam. Dann gibt es den kleinen Nifaq, liebe Geschwister,
Diese bringt einem nicht aus dem Islam, aber man hat die übelsten Eigenschaften von einer Person, die waliyadu billah im tiefsten Grund, auf dem tiefsten Grund des Höllenfeuers ist. Denn Allah hat diejenigen, die Heuchler sind, beschrieben, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Wahrlich, die Heuchler sind am tiefsten Grund des Bodens. Ihre Stellung im Höllenfeuer ist schlimmer als die der Kuffar. Denn jeder Heuchler ist auch ein Kafir, aber nicht jeder Kafir ist ein Heuchler. Die Heuchler sind damit die schlimmsten Menschen. Allah hat ihnen gleich am Anfang in der Sura Al-Baqarah 13 Ayat gewidmet, während er den Kuffar lediglich 4 Ayat gewidmet hat. Was uns die gewaltige Stellung von diesen abgeirrten Menschen beweist, liebe Geschwister. Der kleine Nifaq, was ist der? Die Gelehrten sagen, Ikhtilaf al-Sir an al-Alaniya. Dass du im Geheimen anders bist als im Öffentlichen. Du bist im Geheimen anders als im Öffentlichen. Das ist jemand, der, wenn er mit den Gläubigen zusammen ist, dann betet er. Und manchmal betet er etwas mehr. Aber sobald er alleine zu Hause ist, er sagt nicht, ich bin ein Kafir. Oder er hat nicht diesen Kuffer im Herzen. Er hat nicht diesen Kuffer im Herzen, aber er betet nicht. Warum? Weil jetzt ist keiner da, der ihm zuschauen kann beim Gebet. Allah hat sie beschrieben. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَةِ قَامُوا كُسَالَ. Und wenn sie zum Gebet aufstehen, dann stehen sie nur sehr schwerfällig auf. Ungerne auf. Schwerfällig, was heißt das? Sie kennen den Lohn nicht für das Gebet. Und sie fürchten die Strafe nicht von Allah. Yura'una an-nas, sagt Allah. Sie möchten den Leuten beweisen, dass sie etwas tun. Das machen sie aus reiner Augendienerei. Sie zeigen, als ob sie Gläubige sind. Wala yathkuruna Allah illa qalila. Und sie gedenken Allahs nur sehr, sehr wenig. Gehörst du auch zu denjenigen, die Allah nur dann gedenken, wenn andere bei dir sind? Gehörst du zu denjenigen, die nur dann beten, wenn du mit deinen Brüdern zusammen bist, aber wenn du zu Hause bist, dann ist es so, als ob es für dich kein Gebet gibt, lieber Bruder und liebe Schwester. Allah Azza wa Jal, er beschreibt am Ende der Sura von Al-Munafiqun diese Leute: Ya ayyuhalladhina amanu la tulikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa man yaf'al dhalik faulaika humul khasirun. O ihr, die ihr glaubt. Wir müssen zuhören, weil Allah meint jetzt nur die Gläubigen, keine anderen. O ihr, die ihr glaubt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, euch soll nicht der Handel und die Kinder ablenken von Dhikrillah. Dhikrillah hier bedeutet Salawat al-Khams, die fünf Gebete. Und wer das dennoch tut, das sind die Verlierer. Ende ab heute, lieber Bruder und liebe Schwester, sofort, dass du nur manchmal deine Gebete machst, wenn du nicht unter denen zählen willst, die Allah als die schlimmsten Menschen bezeichnet hat. Welche Eigenschaften haben sie noch? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَسُدُّونَ عَلْكَ سُدُّونَ. Wenn zu ihnen gesagt wird, kommt her, zu was? Zu dem Urteil von Allah und zu dem Urteil vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dann siehst du, wie die Heuchler, wie sie sich vehement dir widersetzen, ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Die Gelehrten sagen über diese Aya, man du'ya ila tahkim al-kitab wa sunnah wa aba fa huwa min al-munafiqin. Derjenige, der berufen wird zum Urteil Allahs, das ist nicht Urteil von jemandem, zum Urteil Allahs und zum Gesandten. Und er lehnt ab, das ist einer von den Heuchlern. Einer sagt dir, Achi, Zinsen sind verboten. Du sagst ihm, wir sind hier in Deutschland. Hat Allah dir im Koran gesagt, Zinsen verboten außer in Deutschland? Bring uns den Beweis, wenn du wahrhaftig bist. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah hat dir verboten, Alkohol zu verkaufen. Oder sagst du auch jetzt, weil wir in Deutschland sind,
dann mach auch die Sinner, weil in Deutschland ist das normal. Dann guck dir die versauten Filme an, weil in Deutschland ist das normal. Dann guck, was diese Leute machen und mach, was diese Leute machen, weil du bist in Deutschland und alles ist dir egal. A'udhu billah. Ein Muslim, es ist egal, wo er lebt. Auch wenn er auf dem Mond lebt. Er macht seine Gebete, er fastet, er tut das Gute und er unterlässt das Schlechte. Das, weil er ein Muslim ist und es ist egal, wo er lebt. Aber wir haben heutzutage die Ansicht, liebe Geschwister, wenn man in Europa ist, ist alles leichter. Leichter. Unsere Religion ist leicht. Wallahi, wollte Allah uns Erschwernis an diesem Tag in dieser Religion geben, hätte er es getan. Allah hat uns 5 Gebete vorgeschrieben. Du brauchst für diese 5 Gebete vielleicht 20 Minuten am Tag, vielleicht 30 Minuten am Tag, unter einer Stunde von 24 Stunden. Allah gibt dir den Lohn für diese Gebete, als hättest du 50 davon gemacht. Warum bist du nicht dankbar gegenüber deinem Rabb? Wallahi, Allah wollte nichts Schweres für dich in dieser Religion. Er wollte dir das Leichte machen. Und obwohl Allah dir mit so einem Angebot kommt, dass er dir das Leichte geben will, subhanallah, ist es für dich immer noch zu schwer. Was willst du? Auf der Haut liegen und gar nichts tun? Willst du so ins Paradies? Inna sil'atallahi ghaliya. Inna sil'atallahi al-jannah. Wahrlich, das Paradies. Liebe Geschwister, die Ware Allahs ist teuer. Die Ware Allahs ist das Paradies. Möchtest du nicht das Paradies? Möchtest du das Höllenfeuer? Es gibt nichts dazwischen. Entweder Paradies oder Höllenfeuer. Man erkennt sie daran, dass sie nicht zum Urteil Allahs zurückkehren. Man sagt zu ihnen, macht keine Sinner, schlaft nicht mit fremden Frauen. Er sagt, ja, komm, komm, du bist von früher. Heutzutage ist das alles anders. A'udhu billah. Sie möchten nicht gerichtet werden, liebe Geschwister. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte, Ayatul Munafiq thalath. Die Eigenschaften von einem Heuchler sind 3. Idha haddatha kadha. Wenn er redet, dann lügt er. Walayyadu. Wa idha wa'ada akhlaf. Und wenn er etwas verspricht, dann bricht er es. Wa idha tumina khan. Und wenn er ein Treuegut bekommt, dann veruntreut er dieses Treuegut. Man kriegt Geld, anvertrautes Gut. Hier, mein Bruder, 1000 Euro, bitte belass das bei dir. Lass diese 1000 Euro bei dir 5 Tage und ich komme dann wieder und hol das ab. Dann kommt er zu ihm zurück und wollte sein Geld abholen. Sein Geld, was er in die Hände von einem vertrauenswürdigen Bruder gelegt hat. Und dieser Bruder sagt, ich habe nicht mehr gedacht, dass du zurückkommst. Ich habe gewartet, 5 Tage und 2 Sekunden. Aber als du nicht mehr kamst, habe ich gedacht, ich muss das Geld jetzt ausgeben, bevor die Währung sich wieder verschlechtert. Das sind die Leute, die veruntreuen das Treuegut, liebe Geschwister. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer weiteren Überlieferung, er sagte uns, Arba'un man kunna fi kana munafiqan khalisa. 4 Eigenschaften, wenn jemand sie besitzt, dann ist er ein purer Munafiq. Und er fügte zu diesen 3, die wir jetzt gehört haben, 2 hinzu. Idha ahada ghadab. Wenn er einen Vertrag macht, dann bricht er es. Und wir haben viele, die Verträge machen und diese Verträge brechen. Und er sagte, إِذَا خَاسَمَ فَجَرْ. Wenn er streitet, dann wird er unverschämt. Was bedeutet das? Wenn er Streit hat mit einer Person, er weiß, er ist im Unrecht, er dreht die Wörter so, dass er letztendlich recht hat. Er macht aus Haq Batel und aus Batel Haq. Er dreht die Wörter, liebe Geschwister, so dass er letztendlich immer noch als Sieger dasteht. Das ist einer, der nicht einzig ist. Das ist einer, der Hochmut hat. Das ist einer, der nicht das Gute liebt. Ein Mu'min, ein Gläubiger, hat kein Problem damit zu sagen, ich bin falsch. Der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, er kam herunter von der Mimba und er sagte zu den Leuten, das war kurz vor seinem Tod, wenn einer noch ein Recht an mir hat, soll er es sich jetzt nehmen. Wer? Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, folgst du nicht deinem Gesandten? Warum hast du Probleme damit, zuzugeben, dass du einen Fehler machst? Und eine dieser schlimmen Eigenschaften, und ich möchte darüber etwas reden, die heute weit verbreitet ist, إِذَا حَدَّثَ كَذَا. Wenn er redet, dann lügt er, liebe Geschwister. Und das leider ist unter den Muslimen sehr verbreitet. Man macht sogar schon Scherze darüber. Einer, er hat kein Problem, sein Vater, seine Mutter, seine Geschwister, seine Brüder, seine Schwester anzulügen. Er ist so ein schlimmer Lügner. Er liebt die Lüge und die Lüge liebt ihn. Und sogar hat er kein Problem, sich selber anzulügen. Warum? Weil er keine Ehre hat.
Er hat kein Problem damit, sich selber anzulügen, liebe Geschwister. Subhanallah. Schaut mal, was der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt hat. Er sagt, Iyakum wal kadhib. Wehe euch und der Lüge. فَإِنَّ الْكَذِبْ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ. Denn wahrlich, die Lüge führt zur Sittenlosigkeit. وَلَيَّادُ بِاللَّهِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ. Und die Sittenlosigkeit führt zum Höllenfeuer. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلْ يَكْذِبْ وَيَتَحَرَّ الْكَذِبْ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا. Und der Mann fährt so lange fort zu lügen. Er sucht wahrlich nach der Lüge. Und die Lüge sucht ihn und sie finden sich immer zusammen. Einer von euch lügt so lange, bis er bei Allah als Lügner dasteht. Fulan ibn Fulan, Kadhab, A'udhu Billah. Muhammad ibn Ibrahim, Kadhab. Er heißt Muhammad und sein Vater heißt Ibrahim und er ist ein Lügner. Allah schreibt dich als Lügner. Du bist über den sieben Himmel aufgeführt als Lügner. Und du bist eine niedrige Kreatur. Und Wallahi, wenn die gesamte Menschheit sagt, du bist wahrhaftig, du bist ein Lügner. Das ist so, als ob du Kot, Dreck in der Hand hältst und die Leute sagen dir, du hast Datteln in der Hand und du isst davon, weil du den Menschen glaubst. Möge Allah uns bewahren. Liebe Geschwister, und das Letzte, was ich mit euch besprechen wollte, wenn er etwas verspricht, dann bricht er es. Wir haben Leute, von Anfang an, sie wissen, dass sie ihr Versprechen nicht einhalten können. Und er weiß das und er hat das in der Absicht und trotzdem sagt er den Leuten, kein Problem, ich komme um 14 Uhr. Er weiß, er kommt nicht. Dieser hat ebenfalls die Eigenschaft von den Heuchlern und er hat sie so lange, bis er sie verlässt. Verlässt er sie nicht, und die Gelehrten sagen, er beharrt auf diese Eigenschaften, auch beim kleinen Nifaq, er beharrt auf diese Eigenschaften, er gibt diese Eigenschaften nicht auf, so kann er zum großen Nifaq gelangen. Ja Allah, wir bitten dich um Vergebung. Ja Allah, wenn wir Fehler gemacht haben, dann verzeih sie uns. O Allah, du bist der Allmächtige, der Allvergebende und niemand vergibt die Sünden außer dir. Ja Allah, mach nicht, dass wir von den Heuchlern sind. Ja Allah, flöße uns immer Furcht in unsere Herzen ein, dass wir vor dieser Art der Gruppe bewahrt sind. Ja Allah, gib uns das Gute im Diesseits und im Jenseits. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.